Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Super Mario Sunshine. In der letzten Folge haben wir hier in Monte Bianco, was quasi hier drin ist, den vorletzten Stern geholt, den ersten Zusatzstern, nennen wir ihn mal so. Und heute wollen wir natürlich noch den zweiten holen und dazu muss ich in... Das Level 6, glaube ich. Das Mysterium des Schleimsees, genau. Wir müssen heute nochmal wieder so ein Mysteriumslevel spielen, in dem wir die 8 roten Münzen einsammeln müssen und dort halt, wie gesagt, den letzten Stern in diesem Level holen. Außerdem brauchen wir in diesem Level noch, ich habe gerade mal in die Statistik reingeschaut, wir haben bis jetzt 15 blaue Münzen und es gibt in jedem Level 30. Ich habe mich geirrt. Ich habe gedacht, ich bin mit 20 fertig überall, aber nein, es sind tatsächlich 30, die man einsammeln muss. So, wir machen mal die Leute hier sauber. Sowas kann durchaus mal zu einer blauen Münze führen. Das heißt, ich werde mich jetzt mal ganz kurz hier noch ein bisschen umschauen. Das wollte ich nicht. Ob es hier noch irgendwo so ein paar Leute gibt, die so ein bisschen eingeschlampt sind, eingeschlotzt. Boing. So, um drauf. Ja, genau. Das ist mein Plan heute. Ich schaue mal ganz kurz mich ein bisschen um. Ansonsten würde ich übrigens sagen, alles, was ich jetzt hier nicht finde, ist in diesem Level. Da kam wieder ein Hänger. Alles klar, super. Habe ich immer noch nicht beheben können. Ich werde es wahrscheinlich niemals schaffen. Ist egal. Ja, wie gesagt, alles, was ich heute nicht hier finden kann, in diesem Level an blauen Münzen, das werde ich irgendwann mal nachholen. Alter. Warum machst du das? Steuerung. So, nochmal frisch reingesteckt. Vielleicht hilft's. Ja, genau. Wie gesagt, ne, dann werden wir die blauen Münzen irgendwann noch nachholen. Ist jetzt nicht so wichtig. Wie gesagt, wir werden die irgendwann machen. Und dann haben wir auch alles. Es gibt in jedem Level 30. Ich muss also quasi in jedes Level nochmal rein. Die 30 blauen Münzen habe ich noch nirgends gefunden. Ich bin aber trotzdem zufrieden, dass ich in den meisten Leveln so 20 bis 30 habe. Ne, 20 bis 25 habe. In dem Level, in dem ich zumindest fertig bin, ne? Und ja, ansonsten werde ich mir dann später mal bei den blauen Münzen tatsächlich eine Anleitung ansehen, was ich zu tun habe, um das zu schaffen. Denn, ja, also so einfach aus dem Nichts heraus die blauen Münzen alle finden, nur weil man lustig ist und ein bisschen, ne? Also, das passiert nicht, das klappt nicht. Da braucht man schon ein kleines bisschen Hilfe. Und in dem Fall ist die Hilfe das Internet. Denn warum sollte ich es nicht nutzen? Oh, 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 oh. Was machst du eigentlich, Mario? Mario, würdest du das eventuell unterlassen, jedes Mal direkt im Mist zu landen? Ja. So, okay. Ja, so ist das also, ne? Wir müssen noch ein paar blaue Münzen holen. Die werden wir auf jeden Fall irgendwann schaffen. Das ist kein Problem. Und ansonsten haben wir sowieso mit den anderen Leveln noch viel zu tun. Und hier heißt es mal wieder, rote Münzen sammeln und... Ach, Manu, warum machst du das immer? Blödes Dings. Moment mal. So, ich hoffe mal, dass das jetzt besser ist. Ich glaube es fast nicht, aber naja. So, also schauen wir mal. 8 rote Münzen in kürzester Zeit. Wir haben 1 Minute 30. Das Schöne ist, ich kann mich mal ein Leben farmen am Anfang. Das heißt, ich werde mich jetzt erstmal umschauen. Da hinten ist nichts mehr. Okay, dann ist das zum Umschauen erstmal genug gewesen. Na komm. Oh Gott, das war schlecht. Wow, es hat gereicht. Unglaublich. Das ist übrigens nicht mehr schlimm hier, die Stelle, weil man kann ja nicht runtergeschoben werden, wenn man, upsala, wenn man keine Probleme hat zu fliegen, einfach mit der wunderbaren Düse. Ich hätte eigentlich gerne das Leben mitgeholt, aber naja, so wichtig ist es dann doch nicht. Ich sollte auch gar nicht ganz so viel drauf rumspringen und mich ein bisschen mehr darauf konzentrieren. Ah! Einfach stehen zu bleiben. Na gut, jetzt bin ich abgerutscht. Das kommt mal vor. Das Schöne ist, ich kann hier mal ein bisschen Leben farmen nebenbei. Ich werde den Umstand nutzen, dass ich ab und zu mal sterben werde und versuchen, immer beide Leben mitzunehmen. Na, dann sollte das alles kein Problem sein. Ey, komm schon, Mario. Zumindest in dem Sinne, dass ich dann halt entsprechend... na? Oh. Oh, war das schlecht. Oh Gott. Ja, das war richtig schlecht. Also, oh Gott. Den Umstand, dass ich immer mal sterbe, wollte ich eigentlich nutzen, um Leben gut zu machen und nicht zu verlieren, so wie jetzt. Naja. Naja. Das war nicht so schön. Das war auch sehr mehr... Alter, Mario. Ja, komm. So schwer ist es auch gar nicht hier. Hops. Okay, ich gebe es zu. Man sieht nicht so ganz, an welcher Stelle das hier überhaupt ist, diese rote Münze, aber das macht nichts. So, und hier sieht man es ja, ne? Hier ist schon... Oh, nee, das Leben... Und das Leben nimmt eben schon unter jeden Umständen mit. Da möchte ich auf keinen Fall irgendwie... in die Bedouille geraten, ne? Und das Leben liegen lassen, auch wenn ich mal ein bisschen länger brauche dafür, das nehme ich mit. So, genauso wie ich jetzt das Leben unbedingt versuche mitzunehmen. Ja, wir haben in der letzten Folge... Da macht manchmal so ein... Diesen
Ansatz zum Seitsprung, den macht er so, wenn man schnell die Richtung wechselt. Und das habe ich jetzt beim vorherigen Mal und jetzt auch schon wieder gemacht. Und bin dadurch gestorben. Das ist ein bisschen dämlich. Ist auch absolut mein Fehler. Absolute Dummheit. Aber, naja, ne? Wie das eben so ist. Wow, okay. War das so? Das wäre es wieder gewesen. Und, ja, wie gesagt, dadurch bin ich jetzt zweimal runtergerutscht. Wow. Bin gar nicht gesprungen wieder mal. Warum auch springen? Yippie! So, ja, jetzt ein bisschen aufpassen. Nicht so schnell Richtungswechsel. Es ist heute mal Sonntagabend, wo ich aufnehme. Ich streame das heute auch ausnahmsweise mal nicht. Sonst mache ich das immer. Jetzt hat es wieder nicht funktioniert. Ja, sehr schön. Komm, Nummer 5. Ah! Boah, wie bin ich denn da runtergefallen? Krass. Hä, ich lebe noch? Na komm, das macht keinen Sinn ohne die Zeit, ne? Ja, es ist heute mal ein bisschen später, das ist aber eine ungewöhnliche Zeit für meine Aufnahme, aber ich habe es einfach nicht anders machen können. Und ich streame deswegen jetzt nicht, weil ich mal weniger Folgen am Stück aufnehme als sonst wegen einer Stunde streamen. Ja, lohnt sich nicht wirklich, ne? Und deswegen lasse ich das so weg, genau. Das ist eigentlich schon alles. So, alles nicht so schwer. Genau, einfach ein bisschen konzentrieren. Und hier vor allem auch mal den Sprung machen. Da kommt man nämlich auch schneller rüber. Nicht nur sicherer, sondern auch schneller. Ja, so, okay. Jetzt zoomen wir ein bisschen. Obwohl, ganz weit rauszoomen ist gar nicht so schlau. So, wo dreht sich's hin? Schön, schön, schön. Ja, auch das Leben mitnehmen. Rick, Kuss. Das machst du gut. Das war schon wieder ein bisschen weniger gut. So, hier bin ich vor uns runtergeflutscht das erste Mal. Da hinten ist einer. Da hinten ist einer, okay. Ja, da muss ich drauf landen. Alter, wo ist denn das scheiß Ding? Komm schon. Manchmal springt Mario nicht so, wie ich das möchte. Warum? Ja, gut, damit hätten wir zumindest schon mal 6 Münzen gehabt. Ich steigere mich und meine Leben steigen auch. Das Einzige, was hier ein bisschen doof ist, ist, dass das so viel Zeit braucht, bis ich immer so weit bin. Alter, ich jedes Mal, ne? Jedes Mal springe ich auf die Kante von dem Ding. Ist das mein Ernst? Okay, dann muss ich auf jeden Fall hinten bei den Plattformen, entweder muss ich ein bisschen mehr Zeit nehmen. Oder ich muss das Ganze anders angehen, also in einer anderen Reihenfolge. Vielleicht zuerst die rote Münze und dann die andere, die dann weiter hinten ist. So, das reicht auf jeden Fall locker, hier so lang zu gehen. Sehr schön. Das reicht auch wunderbar. So ist gut, Rigos. Und jetzt einfach ruhig bleiben. Ruhe bewahren, hat mein Opa immer gesagt. Damit hat er verdammt nochmal recht gehabt. Das war auch, der rutscht aber auch manchmal echt böse von den Würfeln runter. Ich würde es mal sagen, ich mache jetzt mal einen Cut bis zu dem Punkt, wo ich es schaffe. Damit es sich nicht ewig hinzieht, okay? Cut. So, soweit so gut. Wir haben es schon mal wieder hierher geschafft. Ich habe euch den Versuch jetzt mal so halbwegs reingeschnitten, denke ich. Und ja, wir sind jetzt wieder hier, wo wir nur noch die 2 roten Münzen sammeln müssen, die hier sind. So, das ist mir schon mal wieder nix. Lass mal schauen, wie ich jetzt dahinter komme. Ja, okay, soweit ist in Ordnung. Jetzt muss ich dahinter. Mal schauen, ob hier noch was anderes ist. Dahinter ist noch die letzte, ne? Genau. So, ein bisschen. Ich muss jetzt ein bisschen variieren, wie ich hier auf den Dingern stehe. Denn ich muss jetzt im Prinzip hier hinter. Ja, sehr gut. Und die letzte haben wir auch schon gesehen. Zumindest diejenigen, die halt aufgepasst haben. Oh, war das schlecht. Ich fall runter. Das war nicht gut. Wir werden es gleich nochmal machen müssen. Nee, hat nicht gereicht. Ach, schlecht. Da war ich zu ungeduldig. Da muss ich sagen, wir sehen uns gleich wieder bei diesem Plattform hier. Okay. So, und schon sind wir wieder hier oben. Bei diesen wunderbaren, naja, Plattformen, die sich wenden und drehen und, naja, ihr wisst schon. Ich gehe vielleicht erstmal darüber. Das wäre vielleicht das Sinnvollste. Weil die ist doch am einfachsten zu holen, wenn ich dann, also die anderen sind doch viel einfacher zu holen, wenn ich die zuerst mache hier, oder? So. Genau.
Genau, das war der Plan. Und jetzt auf die hier rüber. Auch rüber, genau. Sehr schön, das sieht doch gut aus. Jetzt habe ich das mal ganz in Ruhe gemacht, habe mir die richtige Reihenfolge rausgesucht. Und jetzt denke ich, wird es doch auch funktionieren, oder? So, nochmal auf die. Und jetzt haben wir es. Wunderschön. Und damit hätten wir alle regulären Sterne und alle Bonussterne in Monte Bianco gesammelt. Jetzt werden wir uns nochmal in ein anderes Level begeben. Ich glaube, fehlt mir jetzt noch irgendwo was an Bonussternen oder so? Ansonsten würde ich jetzt auch mal wieder sagen, dass ich mal ein neues Level wieder beginne. Also ein neues Level geht nicht, aber ein Level, was wir noch nicht gemacht haben. Ich weiß, wo wir noch hingehen können. Nach Porto Doro. Das haben wir nämlich noch nicht fertig gemacht. Das hat jetzt ein bisschen lange gedauert übrigens, das Aufnehmen hier von diesem ersten Stern, das Einsammeln des ersten Sterns. Genau, Porto Doro, da fehlen mir noch der Münzstern, der 8. reguläre Stern und die beiden Bonussterne. Ich werde mal schauen, oder möchte ich woanders hin? Schwer zu sagen. Das zu sagen, kann man so sagen. Ich werde jetzt erstmal in dieser Folge wenigstens noch hier den Stern holen, den ganz normalen, achten Stern, der ist nämlich irgendwas mit Yoshi. Das ging damals noch nicht, dafür musste man erst in Parco Fortuna ein bestimmtes Level spielen, glaube ich, um diesen Stern hier freizuspielen, dass man ihn lösen kann, das meine ich, ne? Also Yoshis Obst-Obolus, da waren wir damals schon mal gelandet, relativ am Anfang dieses Let's Plays. Und da ging es eben noch nicht mit Yoshi, denn es gab noch keinen Yoshi. Jetzt gibt es den allerdings schon und was haben wir zu tun? Wir werden sehen. Ich weiß es übrigens wirklich nicht, was wir zu tun haben. Das ist kein, ich verrate es euch noch nicht, sondern einfach nur ein ganz klares, keinen Schimmer. Leute, keinen Schimmer. Na gut, wir werden mal sehen. Alter, mach doch mal nicht schon wieder so einen Rotz. Mario, Seitsprung, Wandsprung und Fliegen, genau. Manchmal funktioniert das alles nur so halbwegs, wie es soll, so wie jetzt hier. Ich weiß auch nicht, was das mit dieser bösen Spinne da auf sich hat. Ich glaube, anballern brauche ich den nicht mit Wasser. Was ist denn jetzt hier? Halte ich doch da fest? Das ist sonst auch nicht anders. So. Meine Fresse. Erstmal auftanken hier. Zack. Jupp. Dieser wunderschöne Sprengbrunnen. So, und jetzt müsste hier hinten irgendwo ein Ei liegen. Genau. Und das lag beim letzten Mal, als wir hier noch nicht. Da gab es das nicht. Er hätte gern eine, nennen wir es mal, Kokosnuss. Okay, wir bezeichnen es einfach mal ganz spontan als Kokosnuss. So, und das heißt, wir müssen hier oben drauf auf diese Silos, auf diese Fruchtsilos. Wow, ich weiß nicht, warum die wackeln hier. Sollte eigentlich nicht so der Fall sein. Eine Ananas? Nö, wollen wir eigentlich nicht. Andere Seite? Es tut mir leid, wenn das hier so ein bisschen rumbackt mit der Grafik. Das liegt ganz einfach. Ah, da ist die richtige. Das liegt ganz einfach an dem Emulator und dem Grafik-Hochschrauben und so. Ich habe das bestimmt schon ein paar Mal erklärt. Fußball, Mario! Mario Smash Football! Woo. So, jetzt kriegen wir das Ding dahin. Und ich habe natürlich jetzt keine Ahnung, was zu tun ist. Ich sehe nichts. Da müssen wir hoch. Das ist der Plan, okay? Das kann ja wieder was werden mit den Steuerungsproblemen, die ich hier habe. Noch mehr Plattformen bitte? Ah, die bewegen sich sogar. Cool. Ja, mal sehen. Hoffentlich wird das jetzt nicht doof und dass es irgendwie zu früh weggeht. So weit kann nämlich Yoshi nicht fliegen und ich darf mit ihm nicht ins Wasser. Das ist ja futsch. Ja, das sieht aber gut aus. Ja. Nein! Nein, armer Yoshi! Oh, er ist tot! Er ist einfach tot! Ich werde jetzt sogar mal die... Also, weil heute ist... Meine Steuerung spinnt ja immer rum, ne? Aber heute kann ich nicht mal mehr vernünftig fliegen irgendwie. Ich weiß nicht, woran das liegt. Das ist mir ein absolutes Rätsel. Ich werde mal die Raketendüse nehmen. Damit können wir uns nämlich schneller wieder nach oben befördern. Ah. Juhu! So, was hätte er denn diesmal gern, der gute Yoshi? Heute hätte er Lust auf wieder eine Kokosnuss, alles klar. Ach, komm. Falsche Seite auch noch. Ihr seht das bestimmt mittlerweile, ne? Immer mal, wenn ich so... Wie ich mich immer aufrege, weil das hier nicht richtig funktioniert mit der Steuerung. Das ist, ich kann es nicht erklären. Das ist der richtige Treiber für die Sache hier, aber das funktioniert nicht so richtig. So, Bananen wollen wir nicht. Weg damit. Komm schon, eine Kokosnuss bitte.
Da steht sogar diesmal ein Hubschrauber da drüben oder ein Flugzeug oder wie auch immer man das bezeichnen möchte. Komm, auch da. Das ist wieder die falsche Frucht. Ich muss halt immer die Früchte hier so ein bisschen wegkicken, weil die einzige Frucht, die wirklich immer wegrollt, ist die Kokosnuss. Und das ist die, die Yoshi jetzt haben möchte. Das ist mein Ernst. Aber ich bin schnell wieder oben. Das ist nicht schlecht. Ja, das mit der Raketendüse war insgesamt gar nicht so dumm, würde ich sagen. So, mal sehen, ob wir hier irgendwie rüberkommen. Genau oben drauf gelandet. Nice. Jetzt müsste wieder. Nee, wieder die andere. Gibt's hier keine feste Reihenfolge? Oh, Leute. Macht mich doch nicht fertig hier. So, weg da. Meine Güte, meine Güte. Ach komm, bitte. Bitte, bitte lass doch einfach den Controller richtig funktionieren. Das ist doch das Wichtigste von allen hier. Ach Gott schon, was war das denn? Ja. Ja, Mario, ja. Und da haben wir wieder eine. Eine wunderbare Kokosnuss, wenn man das so nennen kann. Wie gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich die Kokosnuss ist oder ob das irgendwas anderes darstellt, was ich vielleicht nicht kenne in der Richtung. Könnte auch ein Tanzapfen sein. Yoshi isst ja verschiedene Dinge, ne? Also von daher, warum denn nicht? Zack, Yoshi! So, weiter geht's. Nochmal den ganzen Spaß. Fischi, wo bist denn du? War der das? Okay, auf geht's, Plattform. Bring mich zur nächsten Plattform, quasi. Ja, wenn das jetzt alles so klappt, wie ich mir das vorstelle, dann werden wir jetzt hier den Stern holen und dann würde ich die Folge beenden und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge werden wir dann entsprechend ein anderes Level antesten. Einfach mal, ne? Wie sich das gehört. Oh, hab ich getroffen? Nö. Yoshi, zielen! Ja. Nee, so wird das nichts. Wieso geht denn die zur Seite? Was soll das denn? Jetzt habe ich wieder meine Flugdüse, echt? Ja, aber ich nehme nicht nochmal die andere Düse, das war ja richtig zum Kotzen mit dem Ding. Da komme ich zwar schneller wieder hier hoch, aus dem Meer raus, aber, nee. So geil ist sie dann doch nicht. Zumal ich hier halt schneller wieder zurückkomme, ne, wenn ich dann erstmal hier oben bin. Oh Gott, ja, ich hätte vielleicht doch die Raketendüse nehmen sollen. Das muss ich nämlich hier drüben hoch, aber im Endeffekt spielt es keine Rolle, ich komme damit fast genauso schnell an. Oh, hier, guck mal, ist so ein Kran für mich. Einmal nach oben, bitte. Ja, danke. Hui! Oh je, was ist denn das heute? Wieder eine Kokosnuss. Heute ist aber echt sehr wählerisch. Sehr versessen auf eine Frucht, ne? Der gute Yoshi. Naja, aber das werden wir jetzt auf jeden Fall in der Folge noch machen. Wir wollen keine Ananas. Hier geht es halt schneller auf die andere Seite wieder rüber und das ist so ein bisschen das Entscheidende für mich heute mal. So. Bananen wollen wir auch nicht. So, rüber geht's. Wieder nicht getroffen. Ach. Boing. Eine Birne oder sowas ähnliches. Sieht aus wie die Birne von diesen Katjes Joghurtgums, so wie die heißen. Ah, es kommt nichts. Ah. Komm schon, Mario. Ach Gott, das ist wieder eine Arbeit heute, ne? Zwar ist das mit dem Kontrollproblem auch mal so random, ne? Meistens funktioniert alles ganz gut, dann kommen mal so zwei, drei Situationen, wo einfach mal gar nichts geht. Drei, vier Mal hintereinander. Von mir aus auch und dann geht's wieder alles. 10 Minuten lang. Alter, gib mir doch mal die richtige Frucht jetzt, was soll denn der Mist? Ich will nicht die ganze Zeit die falschen Früchte. Könnt ihr das nicht in der richtigen Reihenfolge machen? In einer festgelegten Reihenfolge? Ich schneide jetzt, bis wir wieder an der Plattform sind, okay? Das ist mir sonst zu blöd. Bis gleich. So, wir sind wieder hier. Es hat eine ganze Weile gedauert, bis ich wieder hergeschafft habe. Meistens war ich zu doof zum Springen. Jetzt ist es aber erstmal wieder okay. Jetzt muss ich noch schauen, dass ich den in der richtigen Position erwische. Nein, bleib stehen, Yoshi. Ach komm, wenn mein Controller jetzt wieder rumspackt, dann muss ich leider ausrasten. Wow, ich bin irgendwie hochgekommen. Meistens schaffe ich es nämlich nicht, hier über die Dinger hochzukommen, irgendwie. So, den muss ich genau hier erwischen. Ja. Ja, komm, komm. Ja, okay, so weit war ich noch nie oben übrigens. Keine Ahnung, wie ich jetzt dahinter... Oh Gott, da hinten ist ja noch so ein M. Ist es euer Ernst? Das geht doch gar nicht hoch. Wie soll ich denn da hochkommen? Hallo? Oder kann ich von hier aus ran sprühen schon? Ja, das geht sogar. Okay. Jetzt
bräuchte ich quasi nur noch die Raketendüse, um wieder hochzukommen. Okay, das ist nicht schlecht. Dann versuche ich es mal noch, das Ender hinten zu holen. Komm schon, komm schon. Ja, das geht sogar sehr schön. Wunderbar, damit hätten wir noch eine blaue Münze eingesammelt. Und jetzt vermute ich mal, komme ich hier wirklich nur hoch? Von hier vielleicht? Hey, wieso trifft das nicht? Da muss ich wahrscheinlich von Yoshi abspringen oder so. Oder die Raketendüse halt. Das war zu hoch. Ich versuch's mal mit Yoshi jetzt, ne? Also, ich warte jetzt, bis das Ding wieder weggeht. Dass der Fisch hier wiederkommt. Oder bleibt er dann da drüben? Nee, ne? Wir schauen mal. Also, darüber zu kommen, ist jetzt zumindest kein Problem mehr, ne? Keine Ahnung, wo die Plattform hin will, aber... Oh, da drüben ist noch ein M. Nicht vergessen, für später. Kommt der Fisch jetzt wieder hier? Ja, er schwimmt zurück. Seht ihr das da unten? Er kommt wieder hergeschwommen. Ist ja cool. Okay, wir werden jetzt, sobald die Möglichkeit sich bietet, den nochmal ansprühen. Sobald er wieder hier ist. Aber nicht so weit oben wie eben, sondern eher weiter unten. Ich sehe ihn ja hochspringen. Genau. So. Und jetzt? Oh nein. Okay. Falscher Knopf, ich bin ein Idiot. Okay, ist nicht so wild, wir werden jetzt die Raketendüse holen. Mit der sollten wir es auf jeden Fall schaffen. Ja, da ist dem Yoshi der Saft ausgegangen. Das kann man echt so sagen. Denn der hat also tatsächlich Saft irgendwie, um hier zu überleben. Ich hoffe mal, dass ich mit der Raketendüse überhaupt so hoch komme, sonst habe ich nämlich echt ein Problem. Aber ich denke mal schon, es geht erstmal nur darum, da oben überhaupt freizuräumen, oder? Ja, so hoch sieht es nicht aus, ne? Also, wir werden jetzt mal dahin laufen, so ein bisschen hinschwimmen, besser gesagt. Komm. Ja, okay. So funktioniert es nicht. Erstmal muss ich unter so einer Plattform sein, so halbwegs. Und dann springen und dann, ne, kurz vorm Zünden springen. Oh Gott, das reicht nicht. Ist das der Ernst? Bitte sag mir, dass das nicht wahr ist. Aber die sind auch ein bisschen höher hier drüben, oder? Auf die kommen wir hoch. Super. Super. So, okay. Auf die nächste, bitte. Und noch einmal. Jawohl, und damit haben wir es geschafft, diesen Stern zu holen. Sehr schön. Der ist nicht ganz einfach. Muss ich echt sagen, das ist so ein Stern, der ein bisschen tricky ist, ne? Aber okay, wir haben ihn gesammelt. Die Bonussterne werden wir jetzt nicht als nächstes machen, sondern wir werden jetzt erstmal die Folge beenden. Aber in der nächsten Folge geht es dann weiter mit vermutlich Lido Sirena, ein Level, auf das ich mich schon sehr gefreut habe. Okay, also dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut auf der Endcard vorbei und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao. Willkommen auf der Endcard von Super Mario Sunshine. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr das Video bewertet oder mir ein Abo dalasst für meinen Kanal. Außerdem habt ihr hier noch die Möglichkeit, eins der anderen beiden Videos anzuklicken, die euch hier verlinkt sind. Und ja, damit würde ich schon sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!